Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Simrace TV am Montagabend zum GSMF Cup live aus Oschersleben heute. Und ja, wir dürfen sehr gespannt sein, was hier heute passiert, weil Oschersleben, ich erinnere mich noch an dieses sensationelle Rennen mit Andrzej König und Stefan Karnitz. Das war damals, war vor 2 Jahren, eine absolute Hammerveranstaltung. Und heute sind wir wieder hier auf dieser Strecke und werden mal schauen, was Jungs hier heute uns liefern. So wie ich das sehe, keine Ahnung, bin ich wohl alleine. Ich habe von Jens keine Meldung bekommen. Weiß nicht, was ist. Also normalerweise schreibt er immer vorher sich mal. Aber heute scheinbar nicht. Und jetzt gucken wir mal, was ihm so, ob er kommt oder nicht. Würde mich natürlich sehr freuen. Weil, wie gesagt, alleine ist das immer so eine Sache. Und wir gehen jetzt mal auf die Strecke, weil das Warm-up beginnt jeden Augenblick. Da haben wir nämlich schon, wurde schon umgestellt. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze hier so spannend wird, wie das in den letzten Jahren war. Und gucken wir mal, was die Herrschaften sich hier heute liefern. Ja, Oschersleben muss man nicht so sehr viel sagen. Es gibt nicht allzu viele Überholmöglichkeiten. Und die Startzielgerade ist relativ kurz. Auch wenn die Kurve auf Start und Ziel doch relativ schnell zu fahren ist, muss man schon in einer sehr, sehr guten Position sein, also im perfekten Abstand sein, um auf dieser Start- und Zielgeraden neben den Gegner zu kommen. Wo es dann geht, ist im Ende des ersten Sektors oder Anfang des zweiten Sektors in dem Mittelstück. Werden wir dann gleich sehen. Da kann man dann vielleicht, wenn der Vordermann einen kleinen Fehler macht, schnell mal durchhuschen oder mal gucken. Und ansonsten bietet die Strecke eigentlich nur hohen fahrerischen Anspruch, aber wenig Überholmanöver. Also wir werden sehen, was hier am Ende des Qualifyings, wer da vorne steht und ja, wie das heute Abend hier ausgeht. So, ich hoffe, ihr habt alle Porsche-Laune mit dabei und wir gucken mal, was die Herrschaften sich hier einfallen lassen. Und mal hoffen, dass wir auch ein Timing bekommen. Momentan ganz gut aus. So, schauen wir mal, wen wir hier so haben. Ja, Michael Losche, Michael Würz, das sind so die Herrschaften, die uns aus dem letzten Rennen in Silverstone gut in Erinnerung sind. Sie haben beide positiv, der eine mit etwas positivem Glück, der andere mit etwas negativem positiven Glück. Die positiv-negativen Glück, so rum. Das ist jetzt schon der Beginn des dritten Sektors. Ja, das ist schon, hier geht's raus auf Start und Ziel. Also Kurve wird hier im zweiten Gang gefahren, ist relativ flüssig. Und wenn man da in einer guten Position ist, hat man eventuell die Chance, hier vor der ersten Kurve nach Start und Ziel den Gegner auszubremsen. Aber dann muss man hier, wie gesagt, auf der Ziellinie schon so gut wie daneben sein, weil hier gibt es nicht viele Möglichkeiten, auszuweichen. Da ist in der Mitte so ein Bupsel links und rechts sind Reifenstapel, also Manöver mit der Brechstange sind da nicht so gut. So, und das ist alles zu schnell, um wirklich Überholmanöver zu timen. Also da muss der andere schon einen Fehler machen, dass man da eben reinkommt. So, jetzt hier eine super schnelle Passage. Doppel links und dann kommt, sogar dreifach links, Entschuldigung, und jetzt kommt hier dieser Lastwechsel, also dann ganz scharf runterbremsen, zweiter Gang und dann hier wieder raus beschleunigen. Jetzt geht es hier auf die Schikane zu und die muss natürlich so schnell wie irgendwie, also ja, genommen werden. Wir sehen es hier, er hat hier gut Vorsprung, eine Sekunde, passt, der Mike, ja,
Und dann geht's hier raus auf die lange Gegengeraden. Gerade. Und hier die schnelle rechts, schnelle links. Und da hat er schon eine halbe Sekunde fast verschenkt. So, dann geht's nochmal schnell rechts. Bis es dann wieder zur Zielkurve kommt. Ja, und das war jetzt schon eine Runde in Oschersleben. Mit Mike Kolosche. Ja, und dann hat es ja doch gut gepasst. Und zwar hat er den René Herzig hier 1,246 Sekunden abgenommen. 1,27,434. Das ist mal ordentlich. So, gucken wir mal zu Herrn Herzig, wo wir uns dann mit dem 10.11. Platz beschäftigen. Weil das ist im ersten Qualifying der eigentlich wesentliche, die eigentlich, ja, das ist jetzt hier, das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Sehr diffizil hier in Oschersleben auch die Boxeneinfahrt, die kommt jetzt hier schon, genau. Und dann geht das hier sehr schön, dass die Herrschaften uns das jetzt hier gleich mal vorführen. Und dann geht das hier, ja, erstmal endlos rum. Also ein zusätzlicher Boxen ist so schon dramatisch genug, aber hier ist es die Höchststrafe. So, genau. Und dann hier abbremsen und auf den Boxenplatz fahren. So, Dennis Erner hat sich die zweite Position vom René Herzig geholt mit 48.000stel Vorsprung. Aber was Kolosche jetzt hier in die in Asphalt gebrannt hat, das ist ja mal richtig gut. Wenn ich das hier so sehe. Und wir haben einen neuen Zweitplatzierten, nämlich Fred Dunkel. Und der ist jetzt hier auf Bestzeitkurs. 11.000stel im ersten Sektor vorne. Er ist ja auch in der Wintersaison der RSA unterwegs. Da ist er auch gut, keine Frage. Aber hier die Porsches liegen ihm doch ein bisschen mehr. Upsala, und da versetzt das Auto. Aber alles gut gegangen. Schauen wir mal, was die zweite Zwischenzeit sagt. Naja, da hat er verloren im zweiten Sektor. Über anderthalb Zehntel. So, und Christian Rückert ist neuer Zweiter mit nur 59.000stel Rückstand auf Mike Kolosche. Also es gibt schon noch welche, die 27er Zeiten fahren können. Ja, das reicht nicht. 4 Zehntel hat der Fred verloren. Insgesamt, also im dritten Sektor, nochmal 2,5 Zehntel liegen lassen. So, gehen wir zu Jan Rückert. 63.000stel im ersten Sektor vorne. Oh, mit FC Nürnberg Logo. Und halbe Sekunde Vorsprung hier im zweiten Sektor. Wenn er jetzt keinen Fehler macht, dann sollte die vorläufige Pole ihm sicher sein. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Hat der fast eine Sekunde im dritten Sektor verloren? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Er hat nur 59.000stel Rückstand auf Mike Kolosche. Wie auch immer, wir gucken uns mal den Elftplatzierten an. Und warum tun wir das? Eieiei, der kommt jetzt hier in die Box. Das ist der Phil Ostaszewski.
Oh, wow, 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 wow. Ja, da macht der Service. Genau. Weil er ganze 167.000, also 0,167 Sekunden hinter Enrico Herzig ist. Und der wiederum hat nur 12.000 Rückstand auf André Burger. Also der 10. Platz ist nun mal wichtig, um in das Top 10 Quali zu kommen. Das nützt uns jetzt relativ wenig. Uns Edgar Ostermann, der ja eigentlich zu den Schnellen gehört, hat aber wohl wieder mal nicht trainiert. Denn ich habe da vorhin sowas Leuten hören, ja, habt ihr mal ein Setup oder Tipps oder wie auch immer. Also da hat er wohl irgendwie nicht wirklich Zeit gehabt. Was jetzt so eine Wahnsinnsverbesserung wird, werden wir sehen. Aber so ein Ösi fühlt sich natürlich in Ostdeutschland auch nicht so sehr wohl. Wenn es eine 27er Zeit würde, ist es aber nicht. Aber immerhin Platz 9. Also er schiebt sich zumindest jetzt mal in die Top 10. Und Enrico Herzig ist jetzt erstmal draußen aus den Top 10. Aber auch noch in seiner Warm-Up-Lap. Fährt die jetzt hier gerade zu Ende. Ah, sehr schön. Also die Innenwahl hier ist perfekt. Frage ist nur, ob die Kurvengeschwindigkeit ausreicht. Ah ja, ein bisschen verschenkt jetzt. 6 Zehntel Rückstand. Upsala, und da geht's ab. Und das ist eine der Stellen hier. Oh, da konnte das Auto aber gerade noch so retten, rumreisen. Ja, kommt man hier auf den Curb, springt das Auto förmlich und kommt quer auf zur Fahrtrichtung und dann geht es gnadenlos ab. Also keine Chance hier in der Runde für Enrico Herzig. Er hat auch nur 3 Minuten Zeit. So, und der André Burger ist nach wie vor 10. Phil Ostaszewski. Wollen wir mal gucken, was der Phil treibt hier. Der kommt nämlich jetzt hier über Start und Ziel, aber das wird auch nicht reichen. 29, 30. Oh, nein, 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 nein. Das war wahrscheinlich andere als eine perfekte Runde. 3,8 Sekunden Rückstand. Das ist mit Sicherheit unter seinem Niveau. Da ist irgendwas gewesen. Das habe ich natürlich nicht die Zwischenzeit beachtet. Gucken wir mal, was ihm gelingt oder was ihm nicht gelingt.
Das wird eng. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Bleibt bei Platz 12, 2,6 Sekunden Rückstand. Das ist zu wenig. Jetzt gucken wir mal noch zu Daniel Streblo. Zwischendurch sei erwähnt, dass er fährt gar nicht. Zwischendurch sei erwähnt, dass René Herzig sich den zweiten Platz geholt hat, während Maiko Losche nochmal richtig hingelangt hat, nämlich mit einer 1,27,148. René Herzig 1,27,454 und 39 Tausendstel dahinter. Christian Rückert mit auf Platz 3 mit 1,27,493. Und das hier wird mit Sicherheit nichts, weil da hat er jetzt schon 1,6 Sekunden Rückstand. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das schafft, hier nochmal über Start und Ziel. Kommt jetzt hier in die letzte Kurve. Doch, das reicht dicke. Er kann jetzt noch eine Runde gehen. Er macht das hier sehr, sehr sauber auch. Auch hier schön innen am Körb. Und das wird auch belohnt mit der Bestzeit im ersten Sektor. Ich dachte, er kommt dann auf die Strecke. Und hier ist ganz wichtig, auch innen zu bleiben, um möglichst früh rausbeschleunigen zu können, hier zur Schikane hin. Und die Schikane dann so sauber wie irgend möglich zu nehmen, ohne dass das Auto versetzt. Und da ist es passiert. Leichter Drift, und das wird ihm... Ja, das wird ihnen die Zeit kosten. Da hat er ein bisschen übertrieben. Jo. Oh, er hat noch 4.000stel Vorsprung. 4.000stel hat er noch. Ja, ganz so schlimm war der Drift nicht. Das sah gefährlicher aus. Und da kommt dann die Box. Warum das denn? Er hätte die Runde noch zu Ende fahren können. Na gut. Dann soll es so sein. Ja, damit haben wir ein Ergebnis hier im ersten Qualifying. Oh, komm, fährt er mal verkehrt rum in die Garage und guckt euch das an. Da steht so eine Drehscheibe drin und dann schupp, steht das Auto dann mit der Nase nach vorne zum Ausgang hin. Wunderbar gemacht. Das können nur echte Nürnberg-Fans. So, also... In den Top 10, Maiko Losche, René Herzig, Christian Rückert, Dennis Erner, Fred Donke, Maxi Wolter, Micha Wirz, Edgar Ostermann, Tom Krüger und André Burger. Ins Rennen gehen werden von Platz 11 dann Enrico Herzig, 12 Phil Ostaschewski, 13 Lars Borkowski, 14 Daniel Streblo, 15 Kurt Mildenberger und 16 Steffen Streblo. Werden wir mal gucken, wie die Herrschaften das hier im... was sie hier im zweiten Quali produzieren. So, und dann sollten wir sein im zweiten Qualifying. Auch wieder auf die Strecke.
So, dann kommen die ersten raus. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was jetzt geht. Ich würde ja schon tippen, dass der Kolosche hier von der Pole aus ins Rennen geht, weil die Zeit, die der da eben in Asphalt gebrannt hat, die war wirklich nicht von dieser Welt. 1,27, 1,48. Über 3 Zehntel schneller als der Zweitplatzierte. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis so der ein oder andere. Ja, es lässt er hier seinen Teamkollegen passieren. Genau, dem Michael Losche, damit er freie Fahrt hat. So, auf geht's. Jetzt zweite Runde. Ja, man sieht das, er hat irgendwie ein sehr, sehr ruhiges Auto. Der ist da eben über diesen Puppel da drüber gefahren. Das Auto hat sich mal bewegt, aber ja, nicht wirklich dramatisch. Da haben wir das bei anderen schon viel schlimmer gesehen. Also, da hat er wohl irgendwas gefunden am Setup. Da ist er ein bisschen weiter rausgekommen, kann aber, ja, das ist gar nicht so dumm. Er kommt hier mit deutlich mehr Speed hier auf diese kurze Gerade zur Schikane hin. Sehr viel Risiko hier in dieser Passage. Und da vorne ist Verkehr. Wollen wir mal hoffen, dass er da nicht ranfährt. Auch wenn da noch Platz sein mag, es irritiert alle Fälle irgendwo ein bisschen im Quali, wenn es denn wirklich auf eine absolute Topzeit ankommt, beziehungsweise absolut präzises Fahren erforderlich ist. René Herzig 1,29, André Burger 1,29, ja, und Michael Losche fährt mal gleich auf Anhieb eine 27er Zeit, und zwar eine 27,715. Das ist zwar noch 5 Zehntel, 6 Zehntel hinter seiner Zeit aus dem ersten Qualifying, aber zeigt erstmal, wo es hingehen soll. Irgendwie vermisse ich hier den Christian Rückert. Wo ist der denn hin? Oh, ich sehe im Teamspeak, wurde unterbrochen, Connection lost. Das ist natürlich bitter. Ja, gut. Jetzt hier. Ja, Micha Würz fährt auf die 3. Nee, Fred Donke fährt auf die 3. Ganz kurzzeitig war der Micha Würz dann mal eben.
witzigerweise hat der René Herzig wieder 0,301, vorhin waren es 0,306 Sekunden Rückstand auf den Mike Kolosche, ist also Zweiter. Gucken wir mal, was der Fred. Oh, und der Fred fährt Bestzeit hier im ersten Sektor. Nicht persönliche, das ist die schnellste Zeit, die jetzt hier in diesem Qualifying im ersten Sektor gefahren wurde. Dann bleiben wir mal bei dem Fred. Ich kann mich entsinnen aus dem ersten Qualifying, dass er dann sukzessive in Sektor 2 und 3 verloren hat. Dennis Erner fährt auf die fünfte Position mit 18 Rückstand auf die Spitze. So, Fred Drunke kommt zur zweiten Zwischenzeit. Ja, hat immer. Oh, er hat noch. Ja, hat sogar noch Zeit gut gemacht. 0,172 Sekunden. Das wäre natürlich jetzt ein Brüller. Ja, Maxi Volta fährt mit einer 27,523 auf die momentane Pole. Mike Kolosche holt sich wieder mit einer 27,3. Oh, und der Fred Drunke, 28,339. Der hat eine Sekunde verloren im letzten Sektor. Über eine Sekunde. Was macht der denn da? War vorhin auch schon so dramatisch. Edgar Ostermann fährt auf die 5. So, bleiben wir nochmal beim Fred. Also hier den ersten Sektor hat er echt gut im Griff. Ah, da wird ihm hier fein Platz gemacht. Dennis Erner fährt sich vor auf die 4. Das sah gar nicht mal schlecht aus hier. Das hat er, glaube ich, ganz gut getroffen. Immer noch 77.000. Bis Sektor 2 hat er das hier gut im Griff. Aber was macht der in Sektor 3 so falsch? Es sind da nur noch zwei Kurven. So, komm Junge, jetzt zeigst du uns mal hier. 26, 27, 27, 7. Also Platz 4 für Fred Dunkel. Aber trotzdem ziemlich genau eine halbe Sekunde nochmal liegen lassen im letzten Sektor. Da hat sich einer an die Reifen angelehnt. Er versteckt sich da wohl. So, guck mal zu Maxi Volta. Ja, der fährt ein bisschen abseits. Hat aber auch schon 0,736 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Also, das wäre eh keine schnelle Runde mehr geworden. Und es ist jetzt noch 1:10 Zeit, um über Start und Ziel zu fahren. Also für Maxi Volta jetzt hier definitiv die letzte Möglichkeit. Das wird nichts mehr, hat jetzt schon über zweieinhalb Zehntel Rückstand, also das können wir knicken. Renny Herzig nur auf dem 6. Platz? Ist er gar nicht. So, der schafft es aber nochmal hier über Start und Ziel zu kommen vor Ablauf der Zeit.
Ja, geht da auch einiges an Risiko, aber das sah sehr, sehr sauber aus. Tausendstel Rückstand. Ja, dann wollen wir hoffen, dass er jetzt hier noch mal richtig hinlangt. Oh, volles Risiko hier raus. Oh, da kommt das Auto quer. Ich glaube, das hat er die Zeit weggeschmissen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. 20, Platz 4. Platz 4 wird es noch. Also um zwei Plätze hat er sich noch verbessert. Jetzt kommt er in die Box. So, ich denke mal, den Kolosche holt keiner mehr ein. Nee, auch der nicht mehr. Der kommt auch in die Box. Der Maxi Volta. Ja, das sollte soweit eigentlich alles clean sein jetzt. So, damit ihr das alles auch nochmal seht, wo wir hier sind und wie welchen Tag wir heute haben. Genau. Motorsportpark Oschersleben. Gut, also verlesen wir das Ganze mal. Definitiv, so wird das Rennen gestartet. Mike Kolosche steht auf Pole, Maxi Volta auf der 2, Micha Wirz auf der 3, René Herzig Platz 4, Platz 5 für Fried Dohnke, 6. Dennis Erner, 7. Edgar Ostermann, Platz 8 für André Burger, 9. Tom Krüger, 10. Enrico Herzig, Ostaschewski auf der 11, auf Platz 12 der Lars Borkowski. 13 Daniel Streblo, 14 Kurt Mildenberger und Steffen Streblo auf der 15. So, wie gesagt, der Christian Rückert fehlt uns. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass der bald möglichst wiederkommt. Und der Mike Kolosche ist auch vom Server geflogen. Ach nee, der ist nicht geflogen, der ist gegangen. Das hat vorhin irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der Michael Wirz hat uns das erzählt. Also der hat da wohl ein paar Performance-Probleme mit dem PC und wollte das dann kurz vorm Rennen nochmal neu starten. So, Christian Rückert ist wieder da. Genau. So, kümmern wir uns mal so ein bisschen um die Meisterschaft hier. Genau, und da haben wir einen Meisterschaftsführenden und zwar mit 31 Punkten Vorsprung führt Christian Rückert vor René Herzig mit 320 Punkten. 278 Punkte Dennis Erner, 242 Punkte Mario Schili, Mike Kolosche. Auf der 5 mit 208 Punkten, Platz 6 für Fred Dohnke, 201, Platz 7 Dirk Sassmannshausen, der heute fehlt, auf, ja, auf der 7, auf der 8 Micha Wirz. Ich glaube, ich muss da mal eben kurz zum Support. René, ich komme mit hoch. Seid ihr denn?
So, da sind wir wieder. Also, ihr hattet jetzt Zeit genug, die Fahrermeisterschaft euch hier anzuschauen. Jetzt gucken wir nochmal kurz in die Teammeisterschaft, damit man das auch sieht. Man darf nicht vergessen, es gibt hier pro Lauf 20 Punkte für einen Rennsieg. Und das sind Abstände, die sind, ja, da kann man auch überhaupt gar nichts sagen. Einzig sehen wir an den gelben Pfeilen, die ja heißen, keine Platzveränderung, dass die Jungs hier ja, erstmal im letzten Rennen keinerlei Veränderungen eingefahren haben in den Teams. So, gehen wir mal wieder auf die Strecke. Da haben wir nämlich noch 25 Sekunden. Jetzt sind es 25. Und dann ist das Warm-up beendet. Ich hoffe, dass der Plakat. So, ich bin auch einen kleinen Augenblick, bin gleich wieder da. So, alles klar. Die Startaufstellung wurde eben korrigiert. Da sind ja ein, zwei Leute rausgegangen, rausgeflogen, wie auch immer. Und dann muss das natürlich in Ordnung gebracht werden. Außerdem gab es noch Strafen der Aufstellung. Also sind wir mal gespannt, wenn wir jetzt gleich ins Rennen schalten, wie das Ganze dann aussieht. Genau. So. Also, erste Startreihe für Mike Kolosche und Maxi Wolter. Zweite Startreihe Micha Wirz, René Herzig. Dritte Startreihe Fred Dunkel, Dennis Erner. Vierte Startreihe Edgar Ostermann, André Burger. Fünfte Startreihe Tom Krüger, Enrico Herzig. Das sind die Top 10. Und jetzt warten wir mal, ob sich da noch was tut jetzt. Hat der Server umgeschaltet ins Rennen. 20 Rennrunden haben wir. So, also vorne hat sich, glaube ich, erstmal, oh doch, der Edgar Ostermann hat einen Platz gewonnen, weil der Dennis Erner hat eine Strafe. Also, Kolosche und Wolter in der ersten Startreihe, Wirz Herzig zweite Startreihe, Dunke Ostermann dritte Startreihe. André Burger und Dennis Erner in der vierten Startreihe, fünfte Startreihe für Christian Rückert und Phil Ostaschewski. Der Christian hat ja das erste Quali in den Top 10 absolviert, ist somit auf 10 gesetzt worden. Ich denke mal, der Phil hat eine Strafe gehabt. Deswegen ist er jetzt 10. Nee, der Phil hat gar keine Strafe gehabt, sondern der Tom Krüger, wie es mir erscheint, weil der war nämlich 9. und steht jetzt auf 12. Also 6. Startreihe mit Lars Borkowski und Tom Krüger, Enrico Herzig und Kurt Mildenberger auf 13, 14. Also der Enrico ohne Strafe, Daniel Streblo und Steffen Streblo auf 15 und 16. Also auch der Daniel hat wohl ein Ding abgekriegt. Gucken wir mal. So. Da haben wir den Polesetter.
Ja, dürfen wir gespannt sein, ob das hier so funktioniert. Vor allem, wie der Start in dieser seltsamen ersten Kurve funktioniert. Da fährt man ja um, ja, wie so ein Kreisel drumherum. Also man biegt erstmal von der Startziel, geht es erstmal links weg und dann so eine, ja, fast ein 180-Grad-Turn, aber etwas weiter gefahren, dann rechts rum. Und Spielplatz ist dann nicht. Es ist eigentlich auch ziemlich egal, ob man mit 20 oder 40 Autos da durchfährt. So, und da kommt der Mann auf der Pole. Jetzt gibt es erstmal noch die Einführungsrunde. Das war jetzt nur die Reconnaissance Lab, also sprich die Fahrt aus der Box in die Startaufstellung. Oh, da macht er es aber ganz elegant hier noch mit Rückwärtsfahren und. Habe ich noch das Standbild? Ist ja unglaublich. Ja, das ist das Alter. So, jetzt sind wir wieder auf der Strecke. Aber haben wir doch schön Radio gemacht, oder? Der Polsetter. Oh, jetzt sollte es irgendwann mal losgehen. Jetzt wird er hingestellt, genau, und auf geht's. Das ist wie gesagt nicht der Rennstart, das ist jetzt die Formation Lab. Also Platz 1 für Mike Kolosche. Auf der 2 Maxi Wolter. Auf der 3 Micha Würz. Auf der 4 René Hertwig. Auf der 5 Fred Dohnke. Aus der 6 Edgar Ostermann, Platz 7 für André Burger, Platz 8 für Dennis Erner, Christian Rückert auf der 9, auf der 10 Phil Ostaszewski, auf der 11 Lars Borkowski, 13 für Tom Krüger, 14 für Enrico Herzig, 13 für Enrico Herzig, 14 für Mildenberger und 15 Daniel Streblow. Und auf der 16 haben wir den Steffen Streblow. So, jetzt wird's ernst. Wenn alle stehen, werden die Ampeln geschaltet. Thank you.
So, da sind sie. Und in diesem Augenblick geht es los. Oh Mann, ein Superstart von Wirth. Von Kolosche. Alles super gut verlaufen. Jetzt erste Kurve. Da gehen schon etliche geradeaus. Oh nein! Nein, Mike Kolosche hat's erwischt. Was ist denn da passiert? Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Mike Kolosche von Pol auf 1. Was ist dem denn passiert? Ist dem jemand reingefahren oder? Nee, der hat die... Doch. Ja, der hat einen Stups gekriegt. Ei, wie bitter. So, gehen wir wieder live. Und Fred Dunke führt das Ganze an vor René Herzig. Eieiei. Da wird der Herr Kolosche fluchen. Das war eigentlich für ihn eine klare Sache, dieser erste Lauf. Fred Dohnke hier richtig gut und René Herzig hat es auch erwischt. Der ist auf Platz 13 zurückgefallen. Mika Wirth auf der 2. Hart verfolgt von Christian Rückert. Der ist von 9 auf 3 gefahren. Das muss man sich mal reintun. Jetzt gucken wir mal, ob er hier jetzt schon Ende der ersten Runde einen Angriff startet. Also das wäre jetzt ein bisschen mutig, aber das macht er tatsächlich. Das war auch ein blitzsauberes Manöver. Aber ich denke mal, da hat der Micha Wirth ein bisschen mitgespielt. Also zu Beginn der zweiten Runde fährt Christian Rückert auch auf Platz 2. Das nenne ich mal eine Leistung. So, wie sieht es dahinter aus? Micha Wirth jetzt Dritter, logischerweise Edgar Ostermann auf der 4. Das ist jetzt die gute Frage. Kann der Edgar hier ohne wesentliche Setup-Position halten? Vor allem, macht er Fehler oder nicht? Das ist die große Frage. Phil Ostaschewski auch gut nach vorne gekommen auf 5 und richtig verloren hat. Maxi Woltau, da kommt ein... Ja, hätte ich beinahe gesagt... Wer ist das? Wen hat da? Daniel Streblow. Der hat auch einen super Start hingelegt, ist bis ganz nach vorne gefahren und hat sich hier jetzt gerade mal mörderisch verbremst. Da haben wir ihn. Wir gucken nochmal, ob wir das hier noch sehen. Was ihm da passiert ist. Also Fremdeinwirkung schließe ich mal aus. Oh, der hat sich hier weggedreht. Eieieiei, wie bitter. Wie bitter. Hat er noch großes Glück gehabt, dass das so abgeflogen ist und nicht noch bis in die Wand. Nicht noch in der Hand eingeschlagen ist. Wir gehen wieder live. Mike Kolosche fährt mittlerweile schon wieder auf der 12. Treibt jetzt René Herzig und Dennis Erner vor sich her. Dennis Erner auch sehr, sehr unglücklich gestartet. War ja ebenfalls in den Top 10. Ist von Platz 6 gestartet. Dohnke da vorne macht alles richtig. Fährt allerdings eine Sekunde langsamer als Christian Rückert. Und ich glaube, der Christian kommt da so langsam ran. Hat jetzt noch eine Sekunde Rückstand. Und Kolosche macht hier Alarm gegen René Herzig. Das ist natürlich auch für ihn jetzt sehr, sehr schwierig. Dennis Erner kommt hier nach vorne. Oh, und hier ist ein Gewusel. Ach, Wahnsinn. Herzig hier rechts, das ist ein Krüger. Ja, da geht der Kolosche noch durch. Ja, Wahnsinn. Auch das Split sauber gemacht.
Das ist auch, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die einzig wirkliche Möglichkeit, hier auf dieser Strecke zu überholen. Oh, die beiden Herzigs da vorne. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern. Da ist der René vorbei. Ist schon passiert. Upsala! Das ist ziemlich blöd. Das sollte er lassen, der Enrico. Aber das war, glaube ich, jetzt nicht wirklich Absicht. Hat er jetzt vielleicht nicht damit gerechnet. Also, Bolosche und Herzig fahren sich hier durchs Feld. So, und Fred Donke ist auch in den 27er angekommen. 27,6. Christian Rückert 27,4. Ja, für René ist das natürlich jetzt so ein bisschen schlecht im Blick auf die Meisterschaft, weil Christian Rückert ist wieder deutlich weiter vorne. Ich meine, wir haben jetzt noch 16 Runden zu fahren, von daher kann da noch einiges passieren. Aber wie wir sehen, Kolosche ist hier der Mann des Tages, keine Frage. Der fährt hier unglaubliche Zeiten. Trotz der Überholmanöver, die er hier laufen machen muss. Oh, René Herzig ist vorbei an André Burger. Da wird sich, sehen wir hier vorne noch so ein bisschen die beiden. So, und da wird jetzt wahrscheinlich auch Kolosche nicht lange fackeln. Der will da auch vorbei. Ja, das ist aber hier eine ganz schlechte Stelle. Oh, und da verliert er Zeit. Da verliert er Zeit hier. Er könnte deutlich schneller fahren, aber das nützt alles nichts. Und hier in der Schikane geht es schon gar nicht. So, jetzt hier vielleicht. Ah, da ist er schon wieder zu weit weg. Ja, das ist eigentlich mehr so... Oh, der wird fluchen. Hartes Stück Arbeit hier. Jetzt ist er deutlich besser rausgekommen. Jetzt kann er es probieren. Nee, reicht nicht. Platz geht ihm aus. Oder Strecke geht ihm aus. Und es hat auf dem Startziel wieder nicht gereicht. Aber jetzt könnte es passen. Jetzt quetscht er sich hier durch und das ist auch in Ordnung. Und Kolosche ist vorbei, ist jetzt auf Platz 9. Also, das ist natürlich richtig heiß. Und wir gucken mal vor auf Platz 4 zu Edgar Ostermann. Der macht hier Alarm in Richtung Micha Würz. Das geht aber schon das ganze Rennen von Beginn an. Die beiden auf 3 und 4. Seitdem Christian Rückert den Micha Würz überholt hat. Ende der ersten Runde, Ausgang, ja, Anfang der zweiten. Und wir kennen ja uns gar, also der fackelt da nicht lang. Wenn der eine Lücke sieht, dann fährt er rein, ob da eine ist oder nicht. So, jetzt hat er aber wirklich ideal, das ist noch ein bisschen weit. Es ist noch ein bisschen weit. Nee, das reicht nicht. Da müsste... Ja, Micha wird schon sehr, sehr früh bremsen, dass hier überhaupt noch eine Gelegenheit... Nee, das passt nicht. So, gehen wir zum anderen RSA-Piloten, Dennis Erner. Er sucht sich hier an Phil Ostaszewski.
Ja, das geht nicht so wirklich vorwärts hier. So, Christian Rückert ist jetzt auf eine halbe Sekunde ran, aber jetzt gucken wir noch mal hier. Jetzt sieht es so aus, als könnte das was werden. Dennis Erner hier im Angriff. Ja, und jetzt hat er sich geholt. Sehr clever gemacht. So ein bisschen mit Vorbande und Antäuschen. Und das hat super gut geklappt. Dennis Erner auf Platz 6. So, jetzt gehen wir mal ganz nach vorne an die Spitze, weil hier wird es jetzt heiß. Christian Rückert will den Sieg. Uiuiui, der Edgar da hinten ein bisschen auf Abwägen. Ui, Fred hier. Oh! Mann, 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 Mann. Das hätte jetzt beinahe einen Abflug geben. Aber hat die das Auto noch fangen können. So, und es reicht immer noch hier im Fehler. Was für ein Fehler. Und Christian Rückert kann das nicht nutzen. Zum einen war er zu weit weg, zum anderen gibt es hier keine Linie, um vorbeizukommen. Aber der Fred Dohnke wird nervös da vorne. René Herzig ist hinter Mike Kolosche. Da ist gerade eben der Platzwechsel passiert. Und irgendwas ist mit dem René. Also da war irgendwo ein Problem. Wir gehen aber mal schnell wieder vor an die Spitze. Du, Christian Rückert. Der Fred hat wohl den nötigen Topspeed. Vielleicht ein Ticken mehr als... Oh, ich glaube, der ruiniert sich seine Reifen. Als ein bisschen mehr Topspeed als Christian Rückert. Wirklich präzise fährt er nicht mehr, der Fred. Beide jetzt in mittleren 28er Zeiten unterwegs. Das wird wahrscheinlich noch schlechter jetzt die Zeit. Nee, Gegenteil. 20,9 zu 27,8. Das wäre hier noch eine Möglichkeit, sich hier in dieser nächsten Linkskurve daneben zu bremsen, aber da muss man schon deutlich näher dran sein. Und der Fred fährt hier wirklich letzte Rille. Da gab es wieder stehendes Rad. Kameraperspektive ist nichts für Epileptiker. Agnes, schau weg. Genau. So, René Herzig ist ausgeschieden. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz, ganz bitter. Wenn das mal nicht die Vorentscheidung der Meisterschaft war. Versuch mal hier rauszukriegen. Nee, da ist nichts mehr. Deswegen gehen wir wieder vor zu Christian Rückert, weil die kommen jetzt hier auf die Startziel. Und der Christian ist... Na, es könnte reichen, aber nee, er geht nach außen. Also da wird er nichts tun. Er kann auch nichts tun. Und dieser Bupsel da, der wird jedes Mal volles Programm mitgenommen. Der Porsche Ersatzteil-Truck steht bereit mit neuen Dämpfern. Kolosche fährt auf der 7.
übrigens 3 Sekunden hinter Maxi Wolter und dann kommt eine Lücke zum Dennis Erner von 8 Sekunden. Nee, Quatsch, der Maxi Wolter fährt 3 Zehntel hinter Dennis Erner und dann kommt die Lücke zum Edgar Ostermann von 8 Sekunden. Aber, da hat er sich wohl ein bisschen verschätzt, der gute Herr Rückert. Musste fast den Notausgang nehmen und konnte das Auto gerade noch so auf der Strecke halten. Von Krüger geht gerade mal ein bisschen ins Abseits. Gehen wir mal zum Dennis Erner. Weil der hat nämlich Spaß hier mit Edgar Ostermann. Quatsch. Mit Maxi Wolter. Der fährt auch, wie öfter mal gesehen, abseits der Strecke. Aber ohne wesentlichen Zeitverlust. Und es reicht für Dennis hier, ja, unbedingt die Startziel passieren. Wir sehen es hier auf der Bremse, der Maxi Wolter scheinbar einen kleinen Vorteil. Christian Rückert fährt die schnellste Rennrunde. 1:27.46. Nützt aber alles nichts, weil er ist immer so um eine halbe Sekunde hinter Fred Dohnke. Und wir haben noch 9 Runden. Gerade mal etwas über die Hälfte. Das wird ein hartes Stück Arbeit für den Fred, wenn er den Christian hinter sich halten will. Danach kommt eine größere Lücke. Da wird es 4 Sekunden, 4,5 Sekunden Rückstand auf Christian Rückert und dann kommt auch noch mal, ja, etwa nach wie vor, gucken wir mal dahin, richtig, die beiden haben 8 Sekunden Vorsprung auf den 5. Platzierten, auf den Dennis Erner, also da ist keine Gefahr, deswegen können die hier Kabaut schießen. Wird es jetzt klappen? Also ich glaube, der Edgar beißt sich hier so ein bisschen die Zähne aus. André Burger macht sich gerade irgendwie, ja, hier haben wir natürlich eine hammerharte Gruppe. Oh, und Christian Rückert ist vorbei. Christian Rückert ist vorbei an Fred Dohnke. Das schauen wir uns nochmal an. Wir sind im Replay. Davon aus, hier am Ende der Start und Ziel wird es wohl gepasst haben. Jetzt holt er ihn, ja, wunderbar gemacht. Und hier bremst er sich rein. Ja, und der Fred lässt ihm Platz. Klasse gemacht. So, okay. Die beiden werden sich wohl noch ein bisschen lieb haben, weil die Rundenzeiten sind mehr oder weniger identisch, die sie fahren. Aber ich denke mal,
realistische Chancen hat der Fred jetzt nicht mehr, nochmal an Christian vorbeizukommen, wenn der keine Fehler macht. So. Ja. Kriegen wir das jetzt hier oder kriegen wir das nicht, was wir eigentlich wollten? So, jetzt. Genau. Die Hammergruppe, Platz 9 bis Platz 12. Hier alle in einer Kamera. Momentan sind wir hier beim 11. Platzierten. Und der Daniel Streblo hat sich zumindest schon mal wieder vorgefahren bis auf den 10. Steffen Streblo ist mittlerweile auch ausgefallen. Bin ja mal echt gespannt, ob der Daniel mal wieder irgendwann zu alten Stärken findet. Weil das war wirklich mal ein Top-Fahrer. Da hat er keine Zeit zum Trainieren. Ja, Mann. Macht erstmal Alarm gegen Enrico Herzig. Eigentlich müsste das noch so weit können. Ja, da muss er ihn ziehen lassen. So, jetzt könnte es aber... Mann, ist das, der wird da wohl nicht hier in dieser Kurve. Ja, was ein Wahnsinn. Was ein Wahnsinn. Mensch, Streblo, du kannst es noch. Hammerhartes Manöver. Hätte ich nie gedacht, dass man an dieser Stelle überholen kann. Junge, sieh bloß zu, dass du wieder ein paar Trainingsrunden fährst. Damit, weil du gehörst einfach vorne hin. Das ist definitiv so. So, und der Enrico hat hier richtig Stress. Dem Tom Krüger und dahinter auch der André Burger. Also die drei fahren so innerhalb einer Sekunde. Oh, mit dem Fred muss was passiert sein. Der hat jetzt mal gerade fast anderthalb Sekunden verloren. Also da hat er irgendeinen Kabauz geschossen, irgendwie Fehler gemacht. Mal zum Dennis, der jetzt hinter Edgar Ostermann fährt. Der Edgar hat abreißen lassen auf Micha Würz. Oh, und der Daniel baut wieder Bockmist. Da ist wieder irgendwas gewesen. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Da ist irgendwas mit dem Auto kaputt, würde ich meinen. Ja, das sieht aus wie ein Plattfuß. Ja, definitiv. Eieieiei. So, die beiden Kontrahenten hier, Dennis Erner und Edgar Ostermann, die kennen sich ja nun mal sehr gut aus den Sommer- und Wintersaisons hier der Race Day Speed Association, die immer donnerstags gefahren werden. Wintersaison natürlich im Winter und die Sommersaison im Sommer. Wer hätte das gedacht? So, und der Maik Kolosche ist dran. Unglaublich. Maik Kolosche ist dran. So, Daniel Streblo scheint in der Box zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Rennen nochmal aufnimmt. Scheint in der Box zu sein, sondern ist in der Box. Ja, er fährt weiter. Das nenne ich mal Geist. 13,5 Sekunden hat er in der Box verbracht. Plus Ein- und Ausfahrt. Sind das mal locker 30 Sekunden.
und nimmt das Rennen jetzt vom letzten Platz an wieder auf. Drei Runden sind noch zu fahren. Also Hut ab, Daniel. Also nicht nur das geilste Überholmanöver hier heute im ersten Rennen gefahren, sondern auch die Einstellung zur Rennserie, zum Rennenfahren hier absolut erstklassig. So, wie gesagt, Fred wird da nichts mehr ausrichten können. Christian kann ihm auch nicht davonfahren. Also der Fehler jetzt hier, der Abstand ist durch einen Fehler von Fred Dohnke entstanden. Also da ist nicht so wahnsinnig viel zu machen. Micha Würz, dann Edgar Ostermann, gefolgt von Dennis Erner. Und Mike Kolosche ist da dran. Und da könnte es jetzt hier nochmal richtig, richtig spannend werden. Klar, auch bei Tom Krüger, Enrico Herzi und André Burger geht es eine heiße Sache. Die sind auch innerhalb einer Sekunde. Aber nützt nichts. Das ist jetzt hier, da ist ein Mike Kolosche unterwegs, der eine souveräne Pole Position rausgefahren hat. In der ersten Kurve einen Stups gekriegt hat, in einem Reifenstapel gelandet ist. Und jetzt hier ein riesen Messer, eigentlich schon schwer zwischen Zähnen hat. Jo, jo, so geht das. Naja, jetzt hat es noch nicht ganz gereicht. Aber vorletzte Runde, also eine Position würde ich ihn auf alle Fälle noch zutrauen. Dem Mike, dann wäre er Fünfter. Würde dann im zweiten Rennen von Platz 6 starten. Jo, und da vorne macht der Edgar einen Mörderfehler. Uiuiui, ui, und fährt dem Mike Kolosche hier genau vor die Nase. Oh, und der trifft ihn. Ja, dann wartet er natürlich. Dann wartet er. Obwohl ich das wirklich als Rennunterfall betrachten würde. Somit Dennis Erner auf der 4. Irgendwie so ein bisschen lachender Dritter, wenn er jetzt nicht auch noch Mist macht. Oi. Oh, jetzt wird es aber verrückt hier. Also entweder haben die alle keine Reifen mehr. Ja, Maxi Wolter erbte dadurch einen fünften Platz. Na gut, jetzt startet der Mike von Platz 4. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, gehen wir mal zum Führen. Wir sind in der letzten Runde und schauen uns das an, wie er hier von Platz 9 gestartet in der ersten Runde bis einschließlich erste Kurve der zweiten Runde auf Platz 2 vorgefahren ist. Sensationell. Und jetzt hier das Rennen gewinnt. Herzlichen Glückwunsch an Christian Rückert, der knappe Sekunde vor Fred Dohnke hier ins Ziel kommt. Fred Dohnke auf der 2. Micha Würz wird Dritter. Platz 4 für Dennis Erner. Fünfter. Maxi Wolter. Sechster. Edgar Ostermann. Siebter. Mike Kolosche. Achter. Phil Ostaschewski. Na, lass mal noch übers Ziel fahren. Wenn er schon so einen Abstand lässt, dann soll er auch lang genug gezeigt werden. Genau, da ist es passiert. Platz 9 für Enrico Herzig.
Da ist Platz 10 und damit auf der Pole des zweiten Laufes Tom Krüger. Auf der 11 André Burger, auf der 12 Lars Borkowski, Platz 13 für Kurt Mildenberger, Steffen Streblo, Platz 14, Daniel Streblo auf Platz 14, muss man ganz klar sagen. Ja, so ein bisschen Mann des Rennens, war schon mal weit in den Top 10, ich glaube 6. oder 7. abgeflogen dann, ganz nach hinten durchgerutscht, dann irgendwas gemacht, wahrscheinlich Reifen kaputt gefahren, warum, wie auch immer. Dann in der Box, in der drittletzten Runde nochmal in die Box gekommen. Also das fand ich schon ziemlich starke Leistung. Ja, und ausgefallen Steffen Streblo in Runde 9 und in Runde 8 bereits ausgefallen René Herzig, der jetzt hier mehr oder weniger aus meiner Sicht die Meisterschaft. Also es wird ganz schwer, ganz, ganz schwer gegen einen Christian Rückert hier noch diese Punkte wieder rauszufahren. Christian Rückert gewinnt hier, also holt maximale Punkte gegen seinen Kontrahenten. Das ist natürlich ziemlich großartig für Rückert und genauso wenig großartig für René Herzig. So, gleich wird es hier neu starten. So, jetzt ist es passiert. So, es geht zügig hier vorwärts. So, genau. Also, uns erstmal hier das Ergebnis Gemüte führen. Das erste von zwei Rennen haben wir hinter uns gebracht und das war doch recht abwechslungsreich, ziemlich spektakulär. Wir haben tolle Überholmanöver gesehen. Ich erinnere nur an den Daniel Streblo, aber auch Christian Rückert und andere haben hier wirklich fantastische Manöver gefahren. Aber nicht vergessen, wo ist er denn hin? Der Mike Kolosche. Genau. Also, Platz 1 in diesem Lauf geht an Christian Rückert, Fred Dunke auf der 2. Machen wir es mal andersrum. Sagen wir mal gleich die Startaufstellung fürs zweite Rennen. Da stehen nämlich Tom Krüger und Enrico Herzig in der ersten Startreihe. Auf der 3 und 4 dann
Phil Ostaschewski und Mike Kolosche in der zweiten Startreihe. Auf 5 und 6 Edgar Ostermann und Maxi Wolter für die in der dritten. In der vierten Startreihe dann Dennis Erner und Micha Würz. Und auf 9 und 10 Fred Donke und Christian Rückert in der fünften Startreihe. André Burger startet von 11, von 12 Lars Borkowski, auf Platz 13 Kurt Mildenberger, 14 Daniel Streblo, 15 Steffen Streblo und René Herzig startet von ganz hinten. Das ist natürlich aber hart. So. Genau. Ich hoffe mal, dass die Jungs, der René und der Enrico, das hinkriegen mit der Startaufstellung. Jetzt habe ich noch keinen Hilfeschrei. Ich denke mal, da wird auch nichts passieren. Meister Kolosche versucht sich dann schon mal wieder, ob das Setup noch so funktioniert wie im ersten Lauf, beziehungsweise vor allem wie im Qualifying. Ja, dann werden wir mal gucken, was ob es diesmal ein bisschen besser für ihn läuft, weil meines Erachtens wäre er hier nicht zu schlagen gewesen. Im ersten Lauf. Aber hätte, wäre, wenn. Das gehört nun mal zum Rennsport dazu. Niemand fährt hier absichtlich einen anderen in die Karre oder sonst dergleichen Dinge. Das steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen, was da passiert ist. Und der Fahrer sieht es natürlich sowieso erstmal. Du hast mal die Schuld beim anderen. Also, das müssen dann die Stewards im Nachhinein klären, was hier genau passiert ist. Ob es da eine Strafe gibt oder nicht. Dem Mike wird es nichts wirklich helfen, weil ja, das Rennen war versaut, definitiv. Jetzt versucht er hier noch einen ganz schnellen Boxenstopp. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. Diese Boxeneinfahrt, das ist nochmal wie so eine Kartbahn. Also, ja. Uiuiui. Hat aber auch seine Garage gefunden. Ah, der hat auch so eine Drehscheibe. Guck mal an, das ist kein Nürnberg-Fan. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Guck mal, Zeit ist abgelaufen. Facebook habe ich dann auch wieder zu. Genau. Agnes geht Kaffee holen. Genau. Ja, wie gesagt, das, was da im RSA-Forum steht, das ist ernst gemeint.
Witzigerweise hat der Buschfunk wohl schon ganz gut funktioniert, weil ich schon Nachrichten gekriegt habe von Leuten, die überhaupt nichts hier mit dieser Community zu tun haben. Sie hätten da was gehört. Also, das war natürlich, eigentlich dachte ich, dass das da ordentlich aufgehoben wäre in diesem internen Bereich der RSA. Aber, naja, lag ich wohl falsch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eine Mannschaft zusammenbekommen und ja, gute Agnes dann zu 24 Stunden Ehren kommt. 24 Stunden lang für frischen Kaffee sorgen, meine Liebe, das wird hart. Genau. Nein, nein, nein. Soll da mal richtig mäßig konfrontieren. So, jetzt hat der Server umgeschaltet. Schauen wir mal. Das sieht alles gut aus, die Startaufstellung. Das hat er gut in die Reihe gekriegt. Ich weiß nicht, ob es der Enrico war oder der René Herzig. Auf alle Fälle ist der René wieder am Server. Also, ja, was bleibt ihm mal anderes über, wenn er noch auch den Hauch einer Chance auf die Meisterschaft wahren will. So, da haben wir den neuen Polsetter. Den Platzierter des ersten Laufs und somit steht er jetzt im zweiten auf Pol. Das ist natürlich eine hammerharte Kiste. Ja, und dann begibt er sich mal auf die Strecke, der gute Tom. Mag zwar bezweifeln, dass er den Lauf als erster beendet, aber ich könnte mir vorstellen, performancetechnisch kriegt das mit Sicherheit hin, wenn er einen guten Start erwischt, vorne die doch eine ganze Weile lang zu ärgern. Die da noch rumgurken. Und ja, ich denke mal, am aussichtsreichsten dürfte Mike Kolosche sein auf Platz 4, wenn er dann guten Start erwischt. Hinter ihm steht Edgar Ostermann, der bekanntermaßen ein sehr guter Starter ist. Also werden wir mal sehen, was da geht und was da nicht geht. Hauptsache, der gute Mike kriegt jetzt nicht wieder ein Ding mit. Und ja, schauen wir mal. Reihenfolge gehen wir jetzt gleich in der Einführungsrunde durch. Der Tom steht, beziehungsweise dann die offizielle Rennzeit beginnt. Ja, es ist noch nicht die offizielle Rennzeit, sondern ja, gehört noch zum Race Before. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ja, legt da nochmal ordentlich Gummi auf den Asphalt. Komisch, die stehen alle nur die Linken. Ah, ne, da vorne ist einer, der schon mal rechts steht. Ja, auch nett gemacht. Ah, einparken kann er. Auch vorwärts. Oh, die Zeit sollte jetzt jeden Augenblick ablaufen.
Jetzt ist es passiert. Naja, gut. Wenn er so startet, der Phil, dann ist das mal schlecht. So, Platz 1 für Phil Ostaszewski, Platz 2 für Enrico Herzig. Auf der 3 Phil Ostaszewski, auf der 4 Maiko Losche. Was habe ich denn jetzt gesagt da vorne? Tom Krüger steht natürlich auf der 1. Also falls, kommt mir jetzt auch irgendwie so komisch vor. Maiko Losche auf der 4, auf der 5 Edgar Ostermann, Maxi Wolter auf der 6. Platz 7 für Dennis Erner, Platz 8 für Micha Wirtz. Auf der 9 haben wir Fred Dohrke, Platz 10 für den Laufsieger des ersten Laufs Christian Rückert, Platz 11 für André Burger, 12 Lars Borkowski, Platz 13 für Kurt Mildenberger, 14 Daniel Streblo, 15 Steffen Streblo und René Herzchen ganz hinten ran mit dem roten Herzchen in der Scheibe. Genau, blinken natürlich. So, gehen wir wieder nach vorne. Kurz vorm Startplatz, darf man das nochmal machen? Allerdings ist das nicht kurz vorm Startplatz, mein lieber Tom, aber gut. Da kein anderes Auto vor ihm ist, sei ihm verziehen. Ja, genau. Bremsen sind warm, Reifen. Das, was hier in so einer Runde angewärmt werden kann, ist da jetzt warm. Und jetzt wollen wir hoffen, dass... Ja, oh, das geht aber schnell jetzt. Das geht aber echt schnell. So. Oh, Frühstart! Frühstart von Edgar Ostermann. Tom Krüger. Oh, wer fährt denn da vorne? Ich glaub's ja nicht. Enrico Herzig. Eieieiei. Und Enrico fällt ganz zurück, also der hat sich da jetzt völlig zerdröselt und Tom Krüger ist nach wie vor vorne und das, was ich vermutet habe, ist eingetreten. Maiko Losche wird jetzt die Führung übernehmen, denke ich mal. Ja, steckt nochmal zurück. Christian Rückert ist auf die 5 vorgefahren, hat auch 5 Plätze gut gemacht. Ja, und der gute Edgar hat da... bisschen versalzen, also da ist irgendwas schief gelaufen bei ihm, aber nichtsdestotrotz, er ist noch auf Platz 6, also noch gut unterwegs. Und René Herzig ist vorgefahren bis auf die 9. Also ähnlich wie Christian Rückert im ersten Lauf, der von 9 auf 2 vorgefahren ist, René Herzig von 16 auf 9 vorgefahren. So, jetzt sollte es aber hier irgendwann knacken. Fred Dohrke ist auch schon auf der 3. Also der, jetzt ist es passiert. Maiko Losche vorbei an Tom Krüger. So, und jetzt Fred Dohrke und dann haben wir das alte Duell wieder. Christian Rückert. Dahinter. So, ich denke mal, der Fred wird jetzt hier einen Angriff wagen. Nee, wird er nicht. Upsala, da gibt es einen kleinen Knutscher so hinten. Gegen Seck. Der Tom fährt seine Linie. Lässt sich da gar nicht groß. Ja, und wenn der Fred nicht aufpasst, genau das passiert, geht Christian Rückert hier womöglich außen vorbei. Naja, das wäre jetzt ein bisschen sehr optimistisch gewesen. Hätte aber noch eine Kurve warten sollen, dass sich bei Daniel Streblo angucken, wie man hier überholt. Oh, Leute, der Dohrke, Hammermanöver hier. Geht vorbei an Tom Krüger. Ich kann es nicht fassen.
Und Maiko Losche fährt da vorne. Ja, was geht? Also sensationell, hat schon anderthalb, fast zwei Sekunden Vorsprung auf Fred Drunke. Was macht denn der da mit der Lichthupe? Wo hat er denn das Problem? Ja, Junge, da musst du halt mal gucken, ne? Vorbeikommst. Aber jetzt sollte es passen. Jetzt ist er dicht genug dran. Rückert auf der Bremse. Jo, und geht durch. So, jetzt Christian Rückert, Dritter. René Herzig ist nach wie vor Neunter. Daniel Streblo ist hier mit drin im Gewusel auf Platz 6. Jetzt wollen wir nur mal hoffen, dass er nicht wieder irgendwelchen Kabaut schießt, irgendwelche Probleme bekommt. Nicht, dass ich ihn zu sehr gelobt habe im ersten Lauf. Ja, was ein Wahnsinn hier. Dieser hier an der Schnur gezogen. Was hat denn der Wolter da willens? Der Wolter, der ist nicht ernsthaft zu überholen, oder? Unglaublich. Maiko Losche 1,27, 3,76 fährt er hier im Rennen. Junge, Junge, hätten sie den ersten Lauf in Ruhe gelassen. Upsala, ui, ja, da gab es eine kleine Berührung und das könnte ihn jetzt ernsthaften Platz kosten, dem Daniel Streblo. Maxi Wolter macht da Fehlerchen, verliert einen Platz gegen Edgar Ostermann. Ja, das ist natürlich hier eine Hammelherde ohne Ende. Im positiven Sinn. Der René da hinten, der springt förmlich. Der überholt nicht links oder rechts, sondern der fliegt über die Vorderleute drüber. Jetzt versucht er sich hier. Nee, steckt dann zurück. Wäre genauso wahnwitzig gewesen wie das Manöver in der Runde zuvor von Maxi Wolter. Ja, da muss er in die Bremse. Sonst wäre da sein Vordermann in den Popo gefahren. Christian Rückert fährt die schnellste Rennrunde. 27,291. Waren alle so ihre persönlichen Bestzeiten. Gut gefällt mir auch Phil Ostaszewski auf der 5 und nach wie vor Daniel Streblo ist da dran. Wenn er denn schon mal so weit vorne ist, dann wollen wir auch gut zeigen, zumal er hier auch wirklich in dem Pulk fährt. Das geht ja hier von Platz 4 bis Platz 10. Sind die ja so mehr oder weniger ja, in 3 Sekunden, 3-4 Sekunden Abstand. Und Maiko Losche hat schon 3 Sekunden rausgefahren auf Fred Drunke. Also Hammer hat der Junge. Der lässt jetzt hier nichts anbrennen. Wahrscheinlich erzählt er uns dann auch im Interview, ja, er hat dann so, als er 2 Sekunden Vorsprung hat, den Speed rausgenommen. Jetzt kommt hier der Angriff. Oh, Mann, oh! Edgar Ostermann, was macht er denn? Das muss doch nicht sein.
Da war er noch weit entfernt von einem sicheren Überholmanöver. Mann, 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 Mann. Sehr, sehr ärgerlich. Aber Edgar wird auch durchgereicht, so wie ich das sehe, wenn ich das hier... Also der muss auch noch abgeflogen sein, ja. Ja, ist sehr ärgerlich, weil der Daniel hält sich's echt verdient, mal wieder ein Stück weiter vorne zu sein. Sag mal, spinnt der? Da ist, also nee, nee, der spinnt nicht, der hat ein Problem. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Der hat ein Pedalproblem, oder? Steffen hat ja auch, also, das kapiere ich jetzt hier nicht so ganz, was der Edgar da zusammenfährt. Irgendwas stimmt da nicht. Also, gut. Wie auch immer. Wir gehen mal zum Phil Ostaszewski. Und Steffen ist schon wieder raus. Steffen Streblo schon wieder did not finish. Aber der Tom, das Polesetter, macht das, was ich vorhin vermutet habe. Er hat die Performance hier, die Leute, die an ihm vorbei wollen, doch eine ganze Zeit lang zu ärgern. Das hat er mit Kolosche gemacht, das hat er mit Rückert gemacht, mit Fred Donke. Und wenn es nur wenigstens eine Runde war, die er so aufgehalten hat, aber das hat er hingekriegt. Und er fährt sicher auf den vierten Platz. Und ja, muss mal schauen. Boah, der Ostaszewski hier, volles Programm. Oh, hat das jetzt oder hat das jetzt? Ja, ich denke mal, er hat's. Ja. In der Schikane. Leute, ihr habt hier Dinger drauf, die hätte ich niemals für möglich gehalten. Gegenteil, da hätte ich drauf gewettet, dass es gar nicht geht. Dann klar, der andere muss immer ein bisschen mitspielen bei der Geschichte, aber trotzdem, das ist schon hammerharte Action, die hier geboten wird. Also es ist definitiv nicht nur in der Realität, es ist auch hier in der Simulation das perfekte Cup-Auto. Also es ist, gibt alles Mögliche, was ich jetzt momentan auf Simrace TV sehe, Clio, Octavia und ach, was weiß ich nicht alles, was für Cup-Serien. Aber dieser Porsche hier, das ist einfach perfekte Mischung aus Handling, Speed und Feeling. Also das ist wirklich grandios. So, jetzt ist da irgendwas passiert mit dem Tom, weil der Dennis Erner ist da auch vorbei. Jetzt wird er hier auch noch angeschoben vom René Herzig. Uiuiui. Ja, und da lässt er sich aber nicht viel gefallen hier. Da geht er wieder vorbei an René Herzig, der Tom. Ja, hammerhart. Was machen die denn hier? Ja, das ist ja Hammer. Also wirklich grandioser Rennsport. Ist jetzt auch keiner wirklich abgeflogen, außer bei den Aktionen von Edgar, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht irgendein Problem mit seiner Pedalerie war. Weil so stupide jemanden ins Heck fahren, das macht keiner. Und schon gar nicht der Edgar Ostermann. Was hat er denn hier? Also René fährt hier wirklich allerletzte Rille, aber wirklich allerletzte Rille. Und das ist natürlich unglaublich schwer, vorbeizukommen, sich durch das ganze Feld durchzuarbeiten, weil je weiter er nach vorne kommt, desto schneller werden die Leute auch, deswegen fahren sie ja so weit vorne. Ja, und hier wird wieder nichts. So aus dem Cockpit raus gesehen, ich meine, von außen sieht dieses Jägermeister-Design ja ziemlich cool aus. Aber von innen hier, dieser orange Porsche, ist schon irgendwie ein bisschen pervers, oder? Naja,
Nein, es ist ein schickes Auto. Orangen Außenspiegel, ich weiß nicht. Naja, vielleicht hat er ja seine Strumpfbänder im selben Farbton. Keine Ahnung. So, jetzt ist er aber vorbei. Und jetzt ist er auch wirklich vorbei. Und da geht Tom Krüger, glaube auch noch. Ja, Maxi Wolter geht auch vorbei. Und Tom Krüger, ja, der hat sich da so ein bisschen ins Abseits verabschiedet. Und ich glaube, der René, der wird jetzt, der hat jetzt einfach nochmal 50 PS mehr. Jedenfalls gefühlt. Real feel, 50 PS mehr. Gut, so. Christian Rückert ist irgendwann mal vorbeigekommen an Fred Donke. Das haben wir jetzt ob dieser grandiosen Action hier im Mittelfeld nicht so mitbekommen. Das ist aber auch nicht so dramatisch, weil wir haben es ja im ersten Lauf gesehen. Irgendwann kommt er vorbei, irgendwie. Und ja, Christian Rückert mittlerweile auf 2. Und naja, letzte Runde ging auch zu von Michael Osche. Also ich glaube nicht, dass er die 4 Sekunden aufholt. So, wir sind auf der 5. Position bei Dennis Erner, der sich jetzt hier den Phil Ostaszewski zurechtlegen möchte. Agnes, wo bleibt der Kaffee? Oh, dahinter ist irgendjemand, habe ich da gesehen, im wilden Drift. René Herzig. René Herzig wird durchgereicht. Ist auf Platz 8 wieder. Ach man, wird der fluchen. 9. sogar. Daniel Streblonner an ihm vorbei. Ja, René riskiert jetzt gerade ein bisschen arg viel. Ich glaube, das war noch nicht mal unter Fremdeinwirkung. Ich glaube, der war da mehr oder weniger allein unterwegs. Ja, das reicht nicht. Da war in der Zielkurve ein bisschen dicht dran, hat sich zu schnell reingebremst, ist zu dicht aufgefahren, musste vom Gas gehen, also musste noch zusätzlich, konnte später beschleunigen, sagen wir mal so. Und das ist natürlich dann schlecht, wenn man auf dieser kurzen Startziel seinen Gegner vorbei möchte. Das reicht dann nicht mehr. Oh, Daniel Streblo, René Herzig. Da war gerade Daniel eben wieder vorne, jetzt ist René wieder vorne. Ich denke mal, die beiden kennen sich auch noch aus den Jahren 2009, 2010, 2011. Das war so die Zeit von Daniel Streblo hier in dieser Rennserie. Daniel fährt hier aber wirklich, ja, also mich ärgert der kleine Unfall da vorhin mit Edgar Wustermann, als Daniel auf Platz 6 liegend dann zurückfiel. Wenn mir jetzt irgendjemand über Facebook schreibt, ich kann es nicht lesen, ich hab's zu. So, Christian Rückert kann zwar ein bisschen Zeit abknapsen, war in der letzten Runde sogar eine Sekunde schneller als der Michael Osche, aber naja, es sind noch 9 Runden. Vielleicht gibt es hier noch einen kleinen Showdown. Wir haben 3 Dittner Finish, Tom Krüger, Edgar Ostermann und Steffen Streblo.
wir gehen mal zum Dennis. Der ist nämlich wieder richtig dran an Phil Ostaszewski. Oh, jetzt versucht das. Nee, das wird wieder nix. Versucht das hier außen. Gut, aber. Oh, jo, ah. Also das könnte vielleicht funktionieren. Aber in der Kurve geht's eher. Genau. Und das macht er auch ganz souverän. Und Dennis Erner ist vorbei an Phil Ostaszewski. Das sah jetzt sowas von einfach aus, dass man sich fragt, warum hat er das nicht schon viel eher gemacht. Jetzt kommt er ein bisschen weit raus, aber alles gut gegangen. Du fährst jetzt nur, weil du vorbei bist, bist du nicht auf einmal eine Sekunde schneller. Also fahr mal den Speed weiter, den du vorher hattest. Das reicht. So, René Herzig auf der 9. Ist dann wieder mal in Richtung Daniel Streble unterwegs, der mittlerweile auf der 8 fährt. Ja, Renéchen, da muss man jetzt mal schauen, wie man da jetzt vorbeikommt. Ja, Wahnsinn. So. Wenn ihr plötzlich hier besser rauskommt, könnte es reichen, aber ich glaube, das reicht nicht. Denn so schlecht ist Streblo auch nicht rausgekommen aus der letzten Kurve. Nee, das reicht nicht. Oder, riskiert das doch? Nee. Jetzt fahr den nicht schon wieder den Pops ab hier. Ja, Wahnsinn. Was da für ein Gefühl nötig ist im Gasfuß. Die Sensibilität da sein muss, dass man da nicht einen Ticken zu sehr drauf tritt. Ja, René, der ist zu aggressiv im Moment unterwegs. Oh, was ist das denn? Ja, Wahnsinn! Ich sag noch zu aggressiv. Oh, Leute, wir sehen hier heute Überholmanöver, das geht gar nicht. Das ist so unglaublich. René Herzig auf der 8 und der Daniel fällt gleich mal mörderisch zurück. Wahrscheinlich hat er sich so erschrocken, dass er erstmal irgendwie jetzt sein Gaspedal suchen muss. Aber jetzt findet er es wohl wieder. Lars Pokowski geht vorbei an Enrico Herzig. Nee, da ist jetzt schon... Nee, was ist mit dem Enrico passiert? Uiuiuiui, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Da liegen wieder Teile auf der Strecke. Und denkt dran, wenn ihr da drüber fahrt, gibt das Plattfüße. Da haben wir den Lars. Wir haben noch 6 Runden. Christian Rückert hat den Vorsprung auf 1,7 Sekunden zugefahren. 1,6, 1,7, sowas in der Schwankteste gerade. Aber letzte Runde, Maiko Losche 1,27,5. Christian Rückert 1,27,6. Also bei fehlerfreier Fahrt von Mike müsste es eigentlich reichen. Ja, das ist nicht ganz so. 1,28,1 und 1,27,4. Also Kolosche 1,28, Zurückert 1,27. Zehntel schneller gewesen.
Jetzt fragen eine ganze Menge Leute nochmal ihre persönlichen Bestzeiten. Benno Staszewski, Maxi Wolter, Dennis Erner, René Herzig. So, gehen wir mal wieder dahin, wo es ein bisschen brennt, nämlich bei Maxi Wolter. Oh! Was war das denn eben? Dennis Erner, was hat er denn hier für ein Problem? Oh, jetzt verliert er natürlich Plätze. Oh, wei, 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 wei. Und der arme Daniel ist wieder der Leidtragende, oder kommt er auch noch vorbei? Nee, er kommt auch noch vorbei. Vor der Schikane außenrum an Dennis Erner vorbei. Ja, Wahnsinn. Ja, unglaublich. Ja, der Dennis zurückgefallen bis auf Platz 9. Schauen wir uns das nochmal an, was er da getrieben hat. Da war noch alles gut. Platz 5. Jo, und da geht's ab. Da sucht er sich auch wirklich die Stelle aus, wo er am weitesten über den Dreck fahren muss. Kann natürlich nicht einfach auch so auf die Strecke kreuzen. So, gehen wir wieder live. Der Dennis fährt natürlich jetzt auch. Ja, mit Schnitzmesser. Da, wo es nicht hingehört. Und da bleiben die Räder stehen. Wir gehen mal eins nach vorne, da ist es nämlich genauso eng. René Herzig und Micha Würz. Achtung Wild steht da auf dem Auto, wie Jens das letzte Mal was so richtig bemerkte. Also das ist wirklich wild, was er hier fährt. Dennis Erner ist vorbei an Daniel Streblow. Bei dem Daniel macht es wieder Spaß. Das sieht man. Das sieht man. Das Strecke liegt ihm. Er muss nur zu alter Konstanz zurückfinden und dann ist er wieder in den Top 5. Definitiv. Und der René beißt sich hier die Zähne am Micha Würz aus. Gibt er ihm einen Stupser, sagt, Mann, ey. Aber nützt nichts. Da setzt er sich daneben. Und jetzt ist er, glaube ich, durch. Genau. Jetzt hat's gepasst. René Herzig auf der 6. Aber 2 Sekunden Rückstand bis zu Platz 5. Zu Maxi Wolter und dann kommt noch Phil Dostaszewski. Unser Polsetter ist leider ausgeschieden. Tom Krüger. Irgendwie war da jetzt ein Auto, was da nicht hingehörte. Ja, Maxi Wolter mal wieder. Was ist da passiert? Noch irgendeiner da quer durch. Das war, glaube ich, der Dennis wieder auf Abwägen. Wir haben noch 2 Runden. Der Abstand zwischen Kolosche und Rückert sind 2 Sekunden. Also da geht nichts mehr, wenn der Mike keinen Fehler macht.
Oh. Ja, Wolter will da noch ein bisschen was. Ja, das könnte jetzt was werden. Maxi Wolter gegen Micha Wörz. Ja, er muss außen. Wörz drängt ihn nach außen. Das wird aber nicht funktionieren. Genau. Jo. Clever gemacht von Wirt. Und der Daniel Streblo ist dran an den Ballen. Wir sind aber in der letzten Runde und wir gehen vor zu Mike Kolosche. Der Vorsprung ist ja etwas geschmolzen auf Christian Rückert 1,3, 1,4 Sekunden. Aber das wird den Micha Wirtz jetzt nicht mehr schwer, nicht mehr sehr tangieren. Das Ding fährt er ganz bequem nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Mike Kolosche. Mein Gott, hat's wenigstens im zweiten Lauf geklappt. Christian Rückert wird Zweiter. Platz 3 geht an Fred Dunkel. Platz 4 Bill Ostaszewski. Moment mal, die sind noch gar nicht im Ziel. Also das wollen wir mal nicht so früh sagen. Da ist noch ein Wahnsinniger! Ein René Herzig versucht hier noch auf der letzten Kurve, in der letzten Kurve. Ja, macht jetzt die Lichthupe und wird Fünfter. Phil Ostaszewski wird Vierter. René Herzig Fünfter. Dennis Erner Sechster. Micha Wirtz Siebter. Platz 8 für Xi Wolter. Daniel Streblo Neunter. Ja, ich schmeiß da gleich mal das Auto weg. Platz 10 für Lars Pokowski. Komm mit Ziel, Jung. Ja gut, da sind 26 Sekunden Abstand auf den 9. Platz. Die ersten 9 waren ganze 15 Sekunden auseinander. Also das muss man sich mal reintun. So, da ist er, der Lars. 10. Platz, André Burger auf der 11. Kurt Mildenberger auf der 12. Und, ja, Enrico Herzig mit mehr als weitwunden Auto kommt auf Platz 13 ins Ziel. Das sind die, ja, fährt auch gleich mal in die Box. Ich glaube, der hätte nochmal rumgemusst. Ich bin gar nicht sicher. Hätte über Start und Ziel gemusst. Aber egal. 14 ausgefallen, der Polsetter Tom Krüger. 15 Edgar Ostermann in Runde 8 ausgefallen. In Runde ebenfalls ausgefallen. Tom Krüger in Runde 8, Edgar Ostermann in 8. Und ebenfalls ausgefallen Steffen Streblo. Ja, was ein Wahnsinn. So, da sind wir zu Hause. Warten wir auf die Herrschaften hier zum Interview. Und ja, das ist natürlich wow. Also der zweite Lauf hat es wirklich in sich. So, die Herrschaften trudeln hier so langsam ein.
Ja, hammerhart. Hammerhart das Ganze. Also, wow. So, da wollen wir mal gucken. Die Herren Würz, Dunkel, Rückert und Kolosche. Die haben wir jetzt hier vor uns. Und ein paar fehlen noch. Jetzt eigentlich der Fred da. Kommt der Rest noch oder? Zumindest jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Genau. Michel Würz. Yes. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz im ersten Lauf. Was hast du denn gedacht, als dein Teamkollege und aussichtsreichster Kandidat für den Rennsieg gleich in der ersten Kurve weg war? Also, ich weiß, es war eh irgendwie ganz komisch. Ich bin da irgendwie, habe mich da irgendwie durchgemogelt. Trotz schlechtem Start gab es da irgendwie eine Rangelei. Und dann war eigentlich gleich hinter mir relativ viel Abstand, außer der Edgar, der hat mich Nerven und Kraft gekostet. Das ist ein bisschen typisch für Edgar, aber macht nichts. Ja, nichtsdestotrotz, dritter Platz, war das ein Ergebnis, mit dem du vorher rechnen konntest, oder war das dann doch ein bisschen überraschend? Weil ich meine, ihr seid ja beide ziemlich gut unterwegs in den letzten Rennen. Ja gut, also mich hat es schon überrascht, vor allem, dass ich den dritten Platz da im Quali machen konnte mit einer, glaube ich, was war das, eine 27,7, weil doch im Training oft auch 26 gefahren wurde. Und von dem her war ich schon überrascht über den Startplatz. Weiß auch, dass ich kein so ein guter Starter bin. Zumindest ist alles auch ein bisschen, hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt. Und ja, nachdem der Edgar dann, ich weiß nicht, was genau passiert ist beim Edgar, auf jeden Fall war er auf einmal weg. Also ob er sich verbremst hat oder wie auch immer. Und dann hatte ich eigentlich genug Vorsprung, um wirklich auch mit, sag ich mal, durchschnittlichen Rundenzeiten den dritten Platz zu verwalten. Die hinten kamen dann zwar näher, aber ich denke, das hat dann auf jeden Fall schon gereicht. Also auf alle Fälle eine coole Leistung. Ganz kurz zu Lauf 2, da war es nicht ganz so erfolgreich, aber da war auch ziemlich viel Tuwabo, oder? Ja, da war relativ viel los. Erst vor mir. Ich wollte dann auch nicht reinstechen, wenn da vier Leute irgendwie vor mir sind, weil es keinen Platz zum Reinstechen. Dann habe ich erst mal gewartet und ja, dann hatte ich auch einen kleinen Fehler drin. Dann kam wieder Druck von hinten. Dann war vorne wieder so viel los. Es war auch sehr anstrengend. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis für mich sehr gut. Na, das freut mich zu hören. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Gerne. Ja, mein lieber Fred, herzlichen Glückwunsch, zweiter und dritter Platz. Das sah ja lange Zeit aus, als ob du den Christian hinter dir halten kannst. Also ihr seid ja wirklich bis zum Überholmanöver dann immer so zwischen einer halben und einer Sekunde ineinander gefahren. Manchmal kam Christian ran, dann war er wieder ein Stück weg. Ja, dann war er vorbei. Und dann ging es mehr oder weniger nur noch darum zu verwalten. Ich meine, du bist mit 3 oder 4 Zehnteln Rückstand ins Ziel gekommen. Erzähl mal. Ja, war für mich natürlich heute super Ergebnis. Allerbeste, was ich bisher eingefahren habe. Genau wie du sagtest, ich habe versucht, so lange wie möglich Christian zu halten. Er war mal wieder ganz dicht dran. Dann hat er mal wieder einen kleinen Fehler gemacht, dann war er wieder ein bisschen ab. Aber irgendwann, ja, meine Nerven, die man mitgemacht und dann halt einen kleinen Fehler gemacht und dann hat er sofort genutzt und war durch und dann war aus. Habe ich es nicht mehr geschafft. Da war ich froh, dass ich dranbleiben konnte hinterher und ja, war super Rennen. Ja, definitiv. Und Lauf 2 war ja im Prinzip für euch da vorne relativ ja, ereignislos, sagt man mal so. Bis zu, also du warst ja auch erstmal wieder vor Christian Rückert. Sprich, das war so die Duplizität des ersten Laufs. Und bis er dann auch wieder an dir vorbeigegangen ist. Ich weiß leider, da hatte ich es ausnahmsweise nicht gesehen, wie er vorbeigekommen ist, weil das erste Manöver im ersten Lauf, das war ja ziemlich spektakulär und gut und sauber, also keine Frage. Und dann, ja, wieder, also ich sehe gerade, ich meine, gut, das ist jetzt hier ein bisschen verzerrend, weil der R-Faktor-Monitor stoppt natürlich die Zeit da, wo ich den Screenshot mache, aber bei mir steht hier bei Intervall, also Abstand,
jedes Mal hinter Christian Rückert 0,333 Sekunden in beiden Läufen. Sehr geil. Bet, insgesamt bist du zufrieden und ja, was geht noch in der Meisterschaft? Was glaubst du? Ja, ich denke mal, so viel geht bei mir nicht mehr. Der Abstand nach vorne ist zu weit. Beim zweiten Lauf war es auch so gewesen, heute, so wie du es sagst, es war eigentlich ruhig. Christian war im zweiten Lauf einfach noch schneller und der Mike, der war ja gleich vorne weg, wie eine Kanone, da war gar nichts zu machen. Also die Zeiten waren im zweiten Lauf von meinen beiden Kontrahenten noch schneller gewesen und ja, da hieß es einfach nur, hinten hatte ich glaube ich 20 Sekunden Luft und da konnte ich einfach hinterherfahren und fertig aus. Ja. Dritter Platz ist für mich super Ergebnis und wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, jetzt Platz 5 oder 6 bin, da bin ich total zufrieden. Okay, das klingt gut. Ja, was mache ich jetzt mit dem Christian? Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Nee, nehmen wir den Christian tatsächlich mal. Christian, im ersten Lauf, wo es jetzt so gar nicht danach aussah, ein Hammerstart von Platz 9 direkt vor auf Platz 2, also erstmal auf Platz 3, dann in der ersten Kurve, dann glaube noch den, ich glaube, den Micha Wirtz geholt und dann erstmal hinter Fred hergegurkt und ja, erzähl mal. Ja, zusammenfassend stimmt's, aber das, beim Quali, das war ja wohl auch wieder typisch, dass das Lenkrad da einfach nicht mehr reagiert, wo ich rausfahren wollte, aber egal. Ist wie es heißt, wie es, na, wie sagt man? Ja, du hast auch im Teamspeak einen Lost, Connection Lost. Also ich dachte, du wärst rausgeflogen. Ach so? Nee, ja. Also ich war noch online. Ich habe auch mit Maxi noch, mit meinem Teamkollegen gequatscht. Aber ich wollte rausfahren, Pedale haben funktioniert, Lenkrad nicht. Und dann hinterher geguckt ist vielleicht das falsche Wort, weil Fred hat, also ich würde mal sagen, wir waren gleich stark. Er hatte nur einen Fehler zu viel und das wollte ich gleich ausnutzen. Ja gut, er hatte noch zwei Quersteher, leichte, wo ich dann aber auch nicht drauf gehen wollte, weil dann kracht's und wenn man sieht, was der René im ersten Rennen passiert ist, dann muss man natürlich schauen, dass man für die Meisterschaft fährt. Im zweiten Rennen war es dann, ja, eigentlich ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie man da vorkommt. Es ist einfach erste Kurve, hoffen, dass es nicht kracht. Also, und dann ist man einfach durch und dann schaut man, dass man sich nach vorne orientiert. Aber ich habe ja mit dem Mike gestern noch trainiert oder vorgestern. Und da habe ich schon gewusst, also ich muss jetzt richtig pushen, damit ich dem hinterherkomme. Vielleicht macht er noch einen Fehler, aber der weiß ja auch schon jetzt länger, wie ich drauf bin. Und ich denke, er hat es ganz cool, also ganz cool nett, aber er hat sich schon gedacht, gut, 1,7 Sekunden, das kriege ich schon irgendwie über die Bühne noch die drei Runden. Ja, ansonsten bin ich natürlich definitiv sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also gerade nach dem Quali habe ich ja gedacht, das war's. Platz 5, Platz 6 wäre perfekt. Aber so ist es. Ja, es hat einmal einen super Start gegeben, von Platz 9 auf 2 und von Platz 10 auf 3. Also, ja, aber es will man mehr, ganz klar. Da kannst du echt dich nicht beschweren. Also super Leistung und tolles Rennen. Ja, danke. Ja. Und Glückwunsch an das ganze Podium. Genau. So, mein lieber Mike. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich meine, nach Silverstone braucht man ja nicht. Also hast du langsam so ein kleines Trauma? Ich meine, erste Kurve, ich glaube, es war einer der beiden Herzigs, der dich berührt hat. Ich konnte nicht genau sehen, welcher. Und ja, und dann ging es in die Reifen. Und dann standst du da richtig schön bescheuert und musstest das ganze Feld passieren lassen. Ja, und weil ich denke mal, den ersten Lauf hättest du noch eher gewonnen als den zweiten. Also erzähl mal ein bisschen. Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht anfangs. Ne? So besser geht es ja eigentlich gar nicht. Der Christian, ich wusste nicht, was war im Quali. Ich habe dann bloß gesehen, dass er gar nicht mitfahren konnte. Und dann dachte ich auch, gut, von Pole, das sieht ja echt gut aus. Aber ist halt echt so, wie der Christian schon meinte. Entweder du kommst durch oder ab und zu langt's mal nicht. Ich habe bloß gesehen beim Anbremsen, dass innen noch jemand kam, recht spät gebremst hat. Dann wollte ich einen etwas größeren Bogen fahren. Ja, das hätte ich vielleicht lassen sollen. Ne? Ich glaube, du hast noch einen kleinen Stups gekriegt. Also, ich konnte es schlecht einschätzen. Ich habe gemerkt, dass mich noch jemand schubst und so, aber ich habe wieder gesehen, wer oder was. Dann war eh rum. Stand da ziemlich gut. Ja, naja. Also war jedenfalls ein schönes Bild, so ein bisschen kuschelnd an diesen Reifenstapeln. Also ja, zweiter Lauf braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Ich am Anfang Fred überholt und dann gleich mal, glaube, du warst bis auf 4,5 Sekunden warst du weg. Und was war das dann danach? Ich meine, ich habe deine Rundenzeiten immer so ein bisschen im Auge gehabt. Das ging mal von, also Bestlap war 27,376. Das war nur eine Zehntel langsamer als Christians insgesamt schnellste Rennrunde. Aber du hattest dann auch immer mal so
Ausrutscher nach oben drin, so 28,3, 28,4, was war da los? Ja, ich weiß auch nicht, mit dem Bundesrennen habe ich das Setup gewechselt, bin ein bisschen weniger Flügel gefahren, dachte mir, ja, wenn schon, denn schon jetzt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, solange ich Christian nicht gesehen habe, in meiner Anzeige war alles gut. dann irgendwann habe ich gesehen, Platz 2 Christian, und dann wurde ich ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ich habe es dann versucht, so auf 2 Sekunden zu halten, aber es war wirklich Brechstange zwischendrin, also ab und zu mal quer gestanden und naja. Echt geschwitzt bis zum Ende, aber es hat dann ja doch noch gelangt. So. Ja, genau. Ja, nichtsdestotrotz, also Glückwunsch an das ganze Podium. Ich hoffe, dass Jens das nächste Mal wieder mit da ist. Das ist alleine immer noch ziemlich, ja, es ist einfach anders. Und war ein tolles Rennen für Oschersleben-Verhältnisse, aber ich glaube, wir hatten in Oschersleben eigentlich immer sehr, sehr gute Rennen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich den Daniel heute, Daniel Streblo. Der hat mit Abstand das geilste Überholmanöver gefahren. Guckt euch das im Stream an, im ersten Lauf. An der Stelle, wo ich, also vor der Schikane außenrum, ich hätte das nie geglaubt, dass das funktioniert. Und, und hat auch im zweiten Lauf gefightet wie ein Mann, hat leider immer ein bisschen Pech gehabt und ist auch vom Edgar übel abgeschossen worden. Aber ich denke mal, da hat Edgar irgendein Problem mit der Steuerung gehabt, weil der hat dann hinterher noch, ist er jemanden brachial in den Hintern gefahren, wo überhaupt keine Not war. Also da hat irgendwas nicht gestimmt. Und das macht keiner. Also auch Edgar nicht. Und das werden wir dann schauen. Der wird das dann schon irgendwie posten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute und ich freue mich aufs nächste Rennen und wir sehen uns in 14, nee, in 3 Wochen. Genau. Und wo nochmal? Nürburgring, ich glaube, ja. Nürburgring, ja. Genau. Nürburgring. Alles klar. Also, bis dahin und vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuschauen. Und natürlich noch einen viel größeren Dank an die Akteure hier für dieses hammergeile Rennen. Und wir sehen uns in 3 Wochen. Bis dahin. Tschüss.